Liebe Freundinnen und Freunde der Kunstkantine, herzlich willkommen in Hamburg Hafen City. Ja, natürlich dürfen wir im Moment noch nicht aufhaben und unsere Vernissagen machen und unsere Künstler vorstellen, aber wir sind nicht still, wir machen natürlich weiter und wir stellen unsere Künstler natürlich online vor. Und ja, es ist natürlich eine ruhige Zeit, aber wie gesagt, für uns ist es nicht ruhig und heute werde ich versuchen, regelmäßig meine Künstler, sie ihnen nach Hause zu bringen und dass sie sich das in verschiedenen Medien natürlich anschauen können und natürlich auch in unserer Online-Galerie. Für mich ist das Wichtigste, dass meine Künstler natürlich präsent sind, dass sie Erfolg haben, dass sie außerhalb Hamburg auch zu sehen sind und dass sie Anerkennung bekommen für ihre Arbeiten, für ihre Kreativität. Und das ist ganz wichtig für Künstler und für junge Künstler ganz besonders auch natürlich. Ne? Heute habe ich Marvin Wagner. Ja, herzlich willkommen Marvin in unserem kleinen Interview heute. Ich würde mich freuen, wenn du dich vorstellst erstmal, dass wir wissen, wer ist Marvin. Ja, vielen Dank für die Einladung, Missy. Ja. Freut mich hier zu sein. Mein Name ist Marvin Wagner, ich bin 31 Jahre alt. Mhm. Ich habe vor 10 Jahren angefangen zu malen. Das Ganze ist entstanden durch ein Schlüsselerlebnis, dass ich für meine eigene kleine erste Wohnung ein Bild nachmalen wollte und mich dann zu Hause hingesetzt habe und angefangen habe zu malen. Ja. Da ist das erste Bild von mir hier Urban Living entstanden. 2011 hast du gesagt, genau, ne? Das ist entstanden. Ja. Und seitdem hat sozusagen die Kreativität mich gepackt. Das Malen ist für mich ein super Ausgleich und über die Jahre habe ich mich dann weiterentwickelt, habe neue Techniken ausprobiert. Und ja, wie man natürlich auch sieht, hat mein Stil sich verändert. 2020 und das ist schon 21. Das ist sogar schon 21, genau. Wahnsinn. Erzähl mal über dieses Bild zum Beispiel. Bei dir steht es ja auch, wenn es dunkle Farben sind, aber du bist trotzdem positiv und optimistischer Mensch. Hat nichts mit dunkler Phase zu tun. Nein, absolut nicht. Also ich bin wirklich ein sehr positiver und optimistischer Mensch. Ja. Dennoch habe ich ab und zu Phasen, wo ich einfach gedeckte Farben gerne habe. Ja. Auch persönlich zu Hause und vor allem dieses Khaki, aber auch Schwarz, das beruhigt mich einfach. Ja. Und trotz alledem findet sich in jedem Bild auch mindestens so Highlights, genau, ne? Wenn es mal dunkler ist, Neonfarben oder weiße Farbe, sodass es dann nicht zu dunkel ist. Das ist ein Herzchen. Genau, das ist das ein Herz. Das ist süß. Was bedeutet das? Was war das? Generell auch die Lebensfreude. Absolut, Lebensfreude. Ich habe das Ganze ja unter dem Titel Exzessive Lebenslust bei Marvin Wagner. Ja. Das bedeutet einfach, dass ich für die Lebensfreude bin. Ich denke, man sollte nie den Mut verlieren. Die Herzen finden sich auch zum Beispiel in dem Bild wieder. Ja. Und dieses Bild ist richtig toll bunt. Das mag ich sehr gerne. Ja. Ich bin natürlich auch ein Farbenmensch. Das mag ich sehr gerne. Ja. Ja. Ja, macht einfach Spaß mit Neonfarben und mit Farben zu arbeiten. Ist es Acryl oder sprühst du das? Wie ist deine Maltechnik? Es ist eine Mischung aus Acrylfarbe, aus Sprühfarben, aber auch aus Kreide, aus Edding und Bleistift. Ja. Genau, also ich habe ein großes Repertoire und bringe viele Texturen zusammen. Ich mag das auch ganz gerne, wenn sich das ein bisschen abhebt. Zum Beispiel Figuren. Die beiden Figuren heben sich ein bisschen ab, weil sie nochmal gesondert mit Acryl gemalt sind auf Papier und dann auf den Keilrahmen gebracht werden. Und deine Inspiration, wie kommst du jetzt natürlich auf die bestimmten Labels und auf die bekannten Figuren? Das ist tatsächlich unterschiedlich. Manchmal inspiriert mich einfach eine Farbe, die ich gerade wahnsinnig schön finde. Ja. Wie hier schon gesagt mit dem Khaki oder auch so ein Rostorange, das Bild Orange, was ich auch in der Galerie gelistet habe, hat sich dadurch entstanden. Manchmal packen mich aber auch einfach Muster. Ich finde dieses Muster auf das einfach sehr prägnant. Ja, die Labels ist einfach auch eine persönliche Affinität dazu. Ja, erzähl, die Labels, genau. Du bist modisch auch unterwegs. Ja, mehr oder weniger. Ich finde es einfach schön, sich ein Ziel zu setzen und auf Dinge hinzuarbeiten und sich dann freuen. Ja, sich zu gönnen. Und hat wieder auch was mit Lebensfreude zu tun, dass man einfach nicht, dass man sich Ziele im Leben setzt und dass man dafür arbeitet. Und Gucci. Ein Lieblingslabel von dir? Ja, unter anderem. Dior hat es mit Dior abgelost. Aber auch Louis Vuitton ist abgebildet. Louis Vuitton ist auch da drin. Genau. Ja. Oder auch das Hype-Label Supreme finde ich
auch ganz, ja, ganz ja, cool. Mhm. Und ich finde den Mix aus diesen Farben, aus den Figuren, die natürlich auch an die Kindheit erinnern, aber auch ja, das Neue, Moderne, das macht es für mich so spannend. Ist es auch jung und frisch? Ja. Also es ist so sehr inspirierend. Ne? Du hast auch ganz viel reingepackt, so ein Bild. Ja, das stimmt. Also ich bin auch nicht so, dass ja, ich sage, ich mache jetzt minimalistisch, wie man glaube ich sieht. Ja. Aber das ist auch einfach eine Empfindungssache. Manchmal höre ich dann vorher auf, wenn ich sage, okay, ich bin mit dem Bild zufrieden. Ja. Aber das ist einfach ein Entstehungsprozess. Deswegen sind auch zwischendurch mal Pausen möglich, dass ich ja, sage, okay, jetzt habe ich gerade genug, ich brauche jetzt mal Abstand vom Bild, gehe dann mal kurz zurück und warte auf den Tag, um einfach zu schauen, wie kann sich das Bild weiterentwickeln und wie kommt es dann nachher zum Endresultat. Wie lange malst du bei so einem Bild dann wahrscheinlich so immer wieder mal, wenn du so Inspiration hast? Oder genau. Wo holst du das? Also du bist ja ein junger Künstler sozusagen. Also ich habe jetzt keine Spiegel. Ich habe viele Inspirationsquellen, die im Alltag vorhanden sind. Ja. Jetzt zum Beispiel auf das Bild Bionic angespielt. Ich habe eine Netflix-Serie gesehen über die Entstehungsgeschichte von Nintendo. Habe das sozusagen Nintendo, in dem ja, Bild aufgegriffen mit Sonic und Binärsprache, also diesen Einsen und Nullen. Mhm. Und so hat jedes Bild halt seinen Charakter. Das ist für mich jetzt auch das erste Bild 2021. Ja. So ist noch ganz frisch. Ganz frisch, aber es soll auch einfach dieser Restart-Gedanke irgendwo da sein, dass man sagt, wir starten ins neue Jahr nach dem schweren Jahr, letztes Jahr. Ja. Mit bunten Farben, mit Zuversicht. Mhm. Und ich bringe häufig dann auch Postleitzahlen mit rein in Gebiete, die ich gerne habe oder wo ich selbst gewohnt habe. Zum Beispiel das Bild Epptown. Epptown, Eppendorf. Genau, das ist jetzt die Postleitzahl von Köselsdorf, aber ja, ich habe auch ein Bild, das Epptown heißt, weil ich dort an ihm gewohnt habe und mich wohlgefühlt habe. Das war auf Facebook jetzt vor kurzem gepostet, genau, ne? Bei genau, von uns, das ist Konstantine. Genau. Und das ja, spiegelt das einfach so wider. Mhm. Es gibt viele Inspirationsquellen. Ich fühle mich jetzt nicht direkt von anderen Künstlern inspiriert. Ich finde natürlich andere Künstler toll. Mhm. Da gibt es sicherlich Künstler, die ich sehr, sehr schätze und wo ich auch sage, gut ab, da würde ich mir gerne auch ein Bild zulegen. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, Künstler X ist meine Inspirationsquelle. Mhm. Ja. Wo möchtest du eigentlich hin? Du bist ja ein junger Künstler. Das finde ich ja toll, dass wir auch so. Ja, ich meine, ihr habt da so ganz andere Vorstellungen und Inspiration. Wo möchtest du gerne? Also tatsächlich, das hört sich jetzt blöd an, ich habe jetzt nicht die Vision, in 10 Jahren möchte ich. Wichtig wäre mir, dass ich in 10 Jahren immer noch diese große Freude verspüre, zu malen und anderen damit auch eine Freude zu machen. Freunde von mir, ich habe damals angefangen zu malen, haben von mir Bilder sozusagen bestellt. Die hängen jetzt teilweise schon 6 Jahre in deren Wohnzimmern. Und ich höre jedes Mal, ja, und ich höre halt jedes Mal noch, dass sie sich jeden Tag darüber freuen. Und das ist halt auch irgendwo der Antrieb. Ja, neben dieser Freude, die ich selbst habe beim Malen. Und generell finde ich es halt wichtig, dass junge Künstler auch gesehen werden. Dass jeder für seine Art von Kunst eine Plattform bekommt. So wie wir das jetzt hier machen, das freut mich wirklich sehr. Dass man den Künstlern auch einfach die Chance gibt, zu sagen, hey, das ist meine Kunst. Mhm. Weil ich eingangs ja schon gesagt habe, egal, was man sich vorne das Bild entsteht und hat einen Prozess und wird auch doch nicht sein. Ja, genau. Also du möchtest schon so Freude weiterhin verbringen, also weitergeben mit deinen Bildern. Genau. Sozusagen. Also ich glaube, das sieht man auch definitiv, dass viel Neonfarbe eingesetzt ist. Teilweise auch fröhlich, ne? Genau. Wie ein Schweinchen. Ja, und ja, häufig, wie gesagt, auch mit Text oder auch mit Motivationssprüchen. Ja, und ich freue mich natürlich auch, wenn sich jemand damit identifiziert und sich das in seinem Wohnzimmer hängt. Das ist nicht selbstverständlich. Ja. Das bereitet mir sehr große Freude, ja. War denn in deiner Familie ein Künstler, dass du jetzt Künstler geworden bist eigentlich, oder war das tatsächlich so diese spontane Begegnung da? Also tatsächlich, am Anfang? Tatsächlich hat sich der Startschuss bei mir durch das erste Bild selbst ergeben, aber meine ja, Tante Manuela Rache betreibt auch ein Atelier. Ah, ja, ja, stimmt. Genau. Mhm. Und die ist jetzt auch schon seit 10 Jahren, glaube ich, dabei. Ja. Auch sehr erfolgreich und unsere Stile sind komplett unterschiedlich.
aber ich habe jemanden, mit dem ich mich auch häufig austauschen kann. Das sehe ich natürlich auch, da in Interaktion zu gehen mit meiner Tante, aber auch mit den jungen Interessenten über Instagram oder über andere Plattformen. Wie bist du jetzt in Instagram unterwegs? Wir sind ja da noch nicht so involviert, aber es ist ja so schon so die Zukunft, ne? So wie wir das sehen, dass man so halt außerhalb Hamburg, das habe ich jetzt auch gesehen in dieser Zeit, dass wir wirklich so präsenter sind, man sieht dann auch, man ist dann sichtbar, ne? Ja. So außerhalb Hamburg mal, Hafen City mal so ein bisschen. Ja, das stimmt schon. Also ich habe letztes Jahr das Ganze für mich so ein bisschen intensiviert, weil ich der Kunst noch mehr Platz in meinem Leben geben wollte. Wie gesagt, ich war letztes Jahr Lockdown-bedingt viel zu Hause und habe gesagt, das ist genau die Chance. Ich habe meine Fenster geputzt, ich habe auch aufgeräumt und hatte dann Zeit für wirklich das, was mir Freude bringt. Ja. Und klar bin ich bei Instagram aktiv, aber das Ganze steht noch in den Startschuhen. Mhm. Ich freue mich über jeden, der sozusagen auf die Plattform kommt und sich meine Kunst anguckt. Ja. Und ich denke schon, dass das eine große Zukunft hat. Ja, weil du, wie gesagt, große Menschen oder große Menschenmengen erreichst. Und, ja. Ach schön. Ich hoffe, dass wir auch die Gelegenheit haben, eine Ausstellung zu machen. Ne? Ja, vielleicht Ende des Jahres, mal sehen. Sehr gerne. Ja, super. Also mir gefällt das sehr gut. Wie gesagt, ich mag diese gerne so bunte Sachen und die ganzen Labels und so, ist natürlich schön. Ja, schön, natürlich toll. Muss ich auch hinarbeiten. Dieses Jahr. Ne? Muss ja Träume haben. Auf jeden Fall. Das ist ja das Ziel, dass man sich. Dass man Träume hat, natürlich, und Ziele setzt. Ja, und auf jeden Fall. Deswegen finde ich das sehr kreativ, muss ich sagen. Auch die da oben und so. Und es ist fröhlich. So wie du auch, ne? So ja, ich bin also exzessiv, fröhlich, optimistisch. Ich bin jetzt, glaube ich, das Paar. Künstler. Das ist doch schön. Ja. Ja. Super, freue mich sehr. Ja, was ist dein Spruch für 2021? Was ist, ja, oder dein Mindset, sagt man, das mag ich ja nicht so gerne. Was ist also, was hast du dir vorgenommen? Was ist so dein Traum für 2021? Mein Traum ist natürlich, das Ganze zu intensivieren. Persönlicher Wunsch natürlich für uns alle, dass wir auch wieder in die Normalität kommen, dass wir wieder Kontakte kriegen. Ja. Um die Kunst natürlich auch an die Leute ranzubringen. Und das ist schon was anderes, wenn man jetzt über ein Bild auf Instagram das Bild sieht oder das mal einfach sehen kann, wie es auch vielleicht haptisch ist oder sich, der Glanz kommt ganz anders rüber. Klar. Aber generell wünsche ich mir natürlich Gesundheit. Ich wünsche, dass die Kunst sich bei mir auch weiterentwickelt, dass ich mich weiterentwickle, dass ich neue Techniken dazu lerne. Ja. Natürlich mehrere Ausstellungen vielleicht jetzt in 2021 dann auf mich warten. Je nachdem, wie es dann mit dem Coronavirus möglich ist. Philippa Jasper wollte nach New York. Vielleicht kommst du mit. Würde ich nicht dein Wir fahren nach New York. Ich stelle New York aus. Ne? Vielleicht 21, nicht, aber 22. Mal sehen, muss ich die Lage erstmal ein bisschen beruhigen. Genau. Würde ich nicht nein sagen. Ich würde auch mit Hamburg zufrieden sein. Ja. Also ich freue mich über alles, was kommt, weil, wie gesagt, das ist für mich reinste Lebensfreude zu malen, das ist, um den Alltag zu entfliehen, um einfach mal Ruhe zu haben und für sich zu sein und ja, sehr schön. Ja, freue mich. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Marvin. Ja, liebe Freunde, Marvin Wagner ist natürlich auch in unserer Online-Galerie zu sehen. Ich würde mich freuen, wenn Sie da mal reinschauen. Und natürlich versuchen wir regelmäßig solche Interviews zu machen. Können Sie in Instagram und YouTube und Facebook natürlich sehen. Für mich ist das Wichtigste, wie gesagt, meine Künstler präsent zu machen, zu zeigen und sich vorzustellen und ihre Kunstwerke vorzustellen. Dass sie Erfolg haben, dass sie Anerkennung kriegen, dass sie natürlich weitermachen können und Ausstellungen machen. Das ist das Wichtigste und ich würde mich freuen, wenn Sie das alles unterstützen. Herzlichen Dank, bleiben Sie gesund und eure Missy. Danke.